Am 3. Juli 2013 war es wieder soweit. Der Moritzhof Magdeburg öffnete seine Kinotüren für das diesjährige Studi-Movie-Festival. Die zahlreichen Gäste wurden mit einer kleinen Erfrischung und einem Snack empfangen, sodass sie die Filme mit Popcorn genießen konnten. Christian Reich und Marcel Pauli führten die Zuschauer dabei als fantasievolles Moderationsduo durch den Abend. Neben neuen und unbekannten Filmen hatten einige Teilnehmer bereits bekannte und zum Teil prämierte Filme der letzten Video-Expo eingereicht. Das Publikum bildete sich dazu seine eigene Meinung. Ein bisschen ungünstig fand ich halt, dass Filme diesmal dabei waren, die schon mal gezeigt wurden. Aber gut, das ist dann irgendwie Orga-Entscheidung. Schlussendlich bestimmte eine Jury aus den 10 eingereichten Filmen die Gewinner. Die Macher des Films Margit Korge konnten sich gleich doppelt freuen. Sie teilten sich den 3. Platz mit einem anderen Film und gewannen zusätzlich den Publikumspreis. Wie auch bei der letzten Video-Expo belegten die Filme Traumjob und Biografie Platz 1 und 2. Die Filmemacher schienen einigen Spaß bei der Produktion ihrer Filme gehabt zu haben. Einige wurden dafür mit Preisen, aber alle mit einem ordentlichen Applaus belohnt. Und wie fällt das Resümee der Zuschauer aus? Eine Freundin von mir, die Corinna, die kommt öfter hierher in den Moritzhof und die hat mir halt gesagt, dass das stattfindet. Und ja, da wollte ich einfach auch mal gucken, wie das ist. Also ich bin jetzt das erste Mal hier, aber ich würde es mir auf jeden Fall nochmal antun. Immer wieder interessant, was für neue Ideen dabei rauskommen. Relativ breites Spektrum an Filmen, fand ich. Es war was zum Lachen dabei, es waren auch ein paar durchaus emotionale Sachen dabei. Mit der Endplatzierung bin ich nicht ganz so einverstanden, aber... Ich denke, wir haben noch eins zu sagen. Ja. Und zwar, wir sehen uns. Ja. Studi-Movie 2014.